Hallo, liebe Zuschauer. Normalerweise habe ich ganz wenig Kartoffel gepflanzt. Die letzten Jahre meine ich. Warum so wenig? Weil, wo ich Grundstück habe und bezahle dafür Pachtgrundstück von Gemeinde. Da, wenn ich Kartoffel pflanze, da entwickeln sich so viele Colorado. Diese Käfer, die verfressen alles und das hat sich nicht rentiert. Und natürlich, ihr wisst selber ganz genau, unsere Preise waren stabil, keine Inflation oder ganz, ganz minimale Inflation. Und jetzt, wo von allen Seiten im Internet, aus Zeitungen, aus dem Fernsehen, wir hören, kommt Hungerphase, es wird nicht genug Lebensmittel oder Gemüse und. Da will man mehr Kartoffeln einpflanzen, mehr Gemüse, unterschiedliche, mehr einlegen für Winter, was man einlegen kann. Und deswegen habe ich entschieden, in diesem Jahr mehr Kartoffeln zu pflanzen. Und das kommt auf dem Grundstück ein, wo wirklich keine Kartoffelkäfer ich gesehen habe. Und das ist neben dem Haus. Und da ist ganz wenig Platz vor unseren Gewächshäusern. Und da werde ich ein bisschen einpflanzen. Und vielleicht auch noch, wo ich Platz finde. Dafür habe ich Samenkartoffeln gekauft. Extra Samenkartoffeln. Früher habe ich einfach in dem Geschäft gekauft und eingepflanzt. Einmal war die Ernte besser, einmal schlechter, aber das hat mich nicht so besonders gekratzt. Aber jetzt, wo wir Geld, Münzen scheinen, vielleicht dreimal umdrehen müssen, und da denkt man jetzt über Energiepreise. Da ist schon jetzt ein Problem. Also ich werde so viel pflanzen, Kartoffeln und andere Gemüse, so viel ich kann. Und so viel ich Platz dafür natürlich habe. Und die sind extra Samenkartoffeln, mittlere Größe, so muss es sein. Und ich werde so einpflanzen. Jetzt Teil von diesen Kartoffeln, das ich so im Sommer für uns selber in der Küche gebrauchen kann. Und dann Rest natürlich werde ich erst so Mitte oder sogar Ende Mai einpflanzen. Warum? Je später für mich, desto besser. Unser Keller ist nicht so kalt. Immer steht dort plus 15, aber Kartoffel braucht niedrige Temperaturen. Sonst bleibt nicht lagerfähig. Und deswegen, ich sage immer, es wäre schön, im September, sogar fast Ende September, Ernte zusammen. Und im Oktober kann man schon dann, ist schon Keller kühler dann. Also dann fange ich an. Hallo, liebe Freunde, da pflanzen wir heute Kartoffeln. Da sind Löcher schon, Pflanzlöcher haben wir gemacht und in jedes Loch kommt eine Kartoffel. Ein bisschen Schale von Zwiebel und Asche, so halbe Hand ins nächste Loch und so geht es weiter. Diese Zwiebelschale habe ich ganzen Winter gesammelt und natürlich Asche auch. Mir hilft heute meine Freundin. Danke ihr. Und von dieser Seite arbeitet andere Freundin. Und sie macht in jedem Pflanzloch zuerst die Erde weich. Sie hat schon vorbereitet mehrere Pflanzlöcher, 6 Stück. Erst macht sie
Asche rein, genauso wie die andere Asche rein, da ein bisschen Zwiebelschale. Zwiebelschale ist sehr gut gegen Mikroben, verschiedene Bakterien und Krankheiten. Und dann kommt Kartoffel rein. Und diese Kartoffeln, wenn die größer sind, eine, mittlere zwei und ganz kleine, kann man drei Stück in ein Loch reinlegen. Und um die Arbeit so bequem und komfortabel zu machen, das nächste Pflanzloch, Erde, gerade diese Erde bedeckt die vorherige Reihe. Super. Ja, gespart Zeit und Kraft.